Evangelium von diesem Sonntag hören wir den Bericht vom Sturm am See. Die Jünger und Jesus sind an Bord eines Fischerbootes und geraten am See Genezareth überraschend in einen schweren Sturm. Jesus schläft aber und scheint sich um die Jünger, die vor Angst vergehen, nicht zu kümmern. Und da heißt es im Evangelium: Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Ja, oft ist der Glaube ein Schönwetterglaube. Wenn alles in Ordnung ist, wenn alles gut geht und ruhig läuft, dann sind wir überzeugt davon, dass Gott für uns sorgt, und wir vertrauen, denken wir, fest auf seine Gegenwart und Hilfe. Wie plötzlich kann sich das ändern in Situationen der Bedrängnis, wenn die Wirbelstürme des Lebens um uns toben und wir drohen, unterzugehen und verschlungen zu werden von den Wogen. Wir sind bereit, mit Jesus die schönen Seiten des Glaubens und des Lebens zu teilen. Wir sind freudig, wenn es darum geht, den sonnigen und freundlichen Weg mit ihm zu gehen. Doch wie ändert sich das alles, wenn er uns zumutet, auch durch das Dunkel, durch den Sturm, durch die Gefahr und durch das Leid mit ihm zu gehen? Ja, wo ist dann unser Glaube? Wo bleibt da unser Vertrauen? Ängstlich und feige wie die Jünger geraten wir in Panik. Alle Sicherheit im Glauben aus den sonnigen Tagen werfen wir schnell über Bord und hadern mit dem Schicksal. Wieso tut Gott uns das an? Warum lässt er uns im Stich? Kümmert es ihn nicht, dass wir in Gefahr sind, dass wir leiden? Und wie oft höre ich: Warum lässt Gott das zu? Die Vorhaltung, die die Jünger ihrem Meister machen, offenbart nicht Glauben, sondern Angst. Das Gegenteil von Glauben. Daher lautet Jesu Antwort auf den Schrei seiner Jünger auch nicht: Habt Vertrauen, fürchtet euch nicht, sondern wörtlich: Was seid ihr so feige? Die Einheitsübersetzung verharmlost hier: Was seid ihr so feige? Wie die Jünger vergessen wir ganz, dass Gott immer da ist, immer bei uns ist, uns nie verlässt. Wo der Herr ist, da ist das Auge des Wirbelsturms, in dem völlige Ruhe und Stille herrscht. Darum heißt es auch nach dem gebietenden Wort von Jesus über den Sturm: Und es trat völlige Stille ein. Das ist eine ganz wichtige Aussage. In der Stille ist die Macht Gottes. Dort ist sie gegenwärtig. In all unserem hektischen Tun, panischen Schreien, schließen wir die Türen zu Gott, sodass der Geist in uns nicht wirken kann. Die Stille ist das Einfallstor Gottes, sagt Teresa von Avila. Und auch beim Propheten Elia heißt es: Nicht im Sturm war Gott, nicht im Erdbeben, sondern im stillen, sanften Säuseln. Je wilder die Stürme des Lebens und der Welt um uns toben und brausen, desto stiller sollten wir werden, um in dieser Stille die Gegenwart Gottes zu erfahren. Furcht und Angst offenbart unseren Unglauben. Das Stillewerden in seiner Gegenwart stärkt hingegen unser Glauben, unser Vertrauen in ihn. Dass er hilft, dass er da ist, dass er ist. Werden wir stille und vertrauen auf seine Gegenwart.